Da sind Spinnenaugen. So. Jetzt haben wir ihn. Ich habe leider wieder viel zu viel Gerümpel. Aber, was Mut hat, Mut, ne? Bald geht's hier spannender weiter, aber irgendwann dann, ja. Ich hoffe, wir haben das bald fertig. Das ist nämlich eine... Ah, das ist so eine Arbeit, die ist irgendwie ziemlich lahm. Wir sollten vielleicht irgendwie mal wieder sehen, dass wir irgendwie mal wieder so eine Tour machen. Aber es gehört nun mal dazu. Das ist nun mal die Sache. Oh, diese Musik. Die ist so... Oh, die ist so unglaublich schön. Das ist eine der Anfangsmusiken. Musiken. Das ist eine der Anfangsmusik. Ja, so heißt es. Von Enderal. Sozusagen der Prolog. Und der ist wahnsinnig schön. Aber ihr habt das ja alles gesehen. Falls ihr es nicht gesehen haben solltet, dann schaut doch einfach mal bei Enderal rein. Ich kann das nur jedem empfehlen. Das ist wirklich eine grandiose Geschichte. Nur leider, ja, das Update. Ich hab lange nicht mehr geguckt. Eigentlich müsste jetzt wieder ein Update rausgekommen sein. Dann können wir da auch endlich mal wieder weitermachen. Aber es wurde sich ja komischerweise dann gewünscht. Oh, komm, mach aus The Forest irgendwie mal ein Hauptprojekt. Und ja, ich finde das ja auch irgendwie schön, dass das gerne geguckt wird, aber ich kann nicht so viele Projekte gleichzeitig machen, dann irgendwann wollen die Leute das sehen, das sehen, das sehen. Minecraft, das mache ich schon seit 2014, glaube ich, ne? Also hier Attack of the B-Team zumindest. Das ist schon ganze 2 Jahre, beziehungsweise fast 3 Jahre. Boah, halt das mal fest und es sind jetzt nicht gerade so berauschend viele Folgen, wobei es sind über 100. Wir sind fast an der 200 dran. Also das dauert noch, aber da kommen wir noch hin. Und das überhaupt diesmal durchzuhalten, das ist schon toll. Aber wir wollen ja noch so ein paar Sachen sehen. Ja. Jetzt muss man wieder ein Buch haben. Und ich weiß auch ganz genau, wo ein Buch ist. Tada, da ist ein Buch. Jetzt ist es wahrscheinlich irgendein Buch, was ich nicht benutzen kann. Weil es irgendwie einen Bug hat oder so. So. Wupp. Und jetzt haben wir den DNA-Splitter. Oh Mann, ich kenne leider nicht mehr so richtig die Reihenfolge. Ich glaube, wenn ich ein Schafgen habe, muss ich das hier durch den Extractor jagen. Und dann müsste da theoretisch ein Gen rauskommen. Jetzt brauche ich den Decryptor. Hm. Wieder die richtige Reihenfolge gehabt. Wumm. Ein Buch. Eine Seite. Ach so. Ja. Ich habe ja noch ein paar Schafzeugs gedöns. Jetzt jagen wir erstmal wieder was in den Generator. So, jetzt haben wir eine Helix encrypted. Die ist also noch verschlüsselt. Und die könnte ich jetzt theoretisch in diesem Encryptor so dekodieren, dass ich die lesen kann. Enkodieren, so heißt es. Dekodieren ist ja, wenn ich was verschlüsseln will. Oh Mann, oh Mann. So, blups. Ich sollte mal wieder... Ist schon wieder Nacht? Und da hüpft ein Skelett auf dem Weg rum. Ich glaube, es hackt. Wollen wir mal dafür sorgen, dass es gleich verbrennt. Also so elendig, dass es endlich qualvoll abkratzt. Vielleicht sollten wir noch ein Schwert in den Kopf rammen. Oder in den Fuß, damit es auch wirklich wehtut. Und schneiden den auch noch ab. Verarscht!
Schießt der nicht? Ich wollte jetzt eigentlich gerade was Witziges machen. Wenn er geschossen hätte, hätte ich die Tür zugemacht, aber... Ich wäre wahrscheinlich so schnell von der Reaktion wie eine Schlaftablette. Dann hätte mich der Pfeil eher getroffen, als dass er die Tür erwischt hätte. So. Hier, von der Spinne nehme ich das auch gerne da rein. Das geht auf jeden Fall schön schnell. Und es gibt ja hier auch noch, das habe ich ganz vergessen, es gibt hier noch solche Upgrades. Hier, Overlocker. Wenn ich den baue, dann kann ich diese Maschine hier beschleunigen. Die quasi die Gene... Ja. Verarbeitet und daraus erstmal Zellen macht. Jetzt habe ich nur das Problem, ich brauche wieder Proben. Nehmen wir mal vom pinken Schaf... Denn das ist ja ganz schön brav. So. Jetzt stecken wir das nochmal in die Maschine und dann müssten wir eigentlich erstmal alles zusammen haben. Naja, fast. Ich muss schon wieder Holz haben. Hm, die Bäume sind noch nicht nachgewachsen, obwohl man ja eigentlich sagt, Tannenholz wächst schnell. Hier, die Lunge, ne? Die schmeiße ich weg. Die braucht kein Mensch. Ich habe da 1000 Stück von gefühlt. Naja gut, Mensch braucht die schon, sonst kann er nicht atmen. Das braucht eigentlich jedes Lebewesen, aber eine rausgeschnittene Lunge braucht eigentlich fast keiner. Das wollte ich damit sagen. So. Weg damit. Plumps. Und du auch noch weg. Hüpf. Wo habe ich denn das da? Da, Tanne? Ich pack's natürlich genau dahin, wo die Axt ist. Also, Terra, Terra, Terra. Heute ist nicht dein Tag. Es könnte tatsächlich auch stimmen. Heute ist irgendwie alles schief gegangen. Was so schief gehen konnte. Aber hey, manchmal hat man solche Tage halt. Wer hat sie nicht manchmal? Tage, wo alles schief geht. Es gibt auch Tage, da läuft alles total glatt. Oh. Mensch, Spider-Man, was machst du auf meinem Schaf? Lass mein Schaf in Ruhe. Oh. Ist voll in den Schafstall gefallen. Jetzt haben die Schafe erstmal was zu fressen. Weißt du, das sind ja Kannibalen-Schafe. Die können es noch gebrauchen. So. Das hier rein. Jetzt wollen wir erstmal das Buch machen. So. Dann haben wir das. Dann muss das hier noch rein. Und dann wieder Eisen drumherum. Und schon haben wir alle Maschinen. Ich hoffe zumindest, dass es alle sind. Ja, na gut, die Zentrifuge fehlt noch. Muss ich die noch anschließen? Das Einzige, wie ich die noch anschließen kann, ist eigentlich nur eine einzige Möglichkeit. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ofen. Bams. Dann Splitter. Dann der Combiner. Dann der Decryptor. Und hier an die Ecke die Zentrifuge. So. Jetzt müsste eigentlich alles irgendwie mit Strom versorgt sein. Theoretisch, wenn wir erstmal was hätten, was Strom macht, ne? Habe ich hier nicht noch Kohle? Ich habe hier eine Menge Weizen. Ich hätte das ja einfach mitnehmen können. Hätte ich die nochmal aufs Feld gehen brauchen. Dann machen wir das eben so. Zwei Holzblöcke, der Rest kommt rein. Sobald ich eine Kohle habe, beziehungsweise drei kommen ja raus, aber eine Kohle packe ich hier schon mal rein. Irgendwas hat da irgendwie nicht so ganz geklappt.
Hey, doch, es sind zwei Kohle. Ich wollte schon gerade sagen. Dann hätte da aber irgendwas nicht gestimmt. So. Und rein damit. Das reicht aber nicht. Ah gut, wir haben da ziemlich viele... Hä? Hat der etwa... Da war eben gerade ein Bug. Jetzt verstehe ich auch, warum ich zwei Kohle hatte. Unglaublich. Ich sollte wohl mal eine Baumfarm bauen. Ich weiß gar nicht, ist das hier eigentlich drin? Ich glaube, die Mod ist hier nicht drin, ne? Beta Storage Stinker Thermal Expansion. Wobei, ich glaube, das war Thermal Expansion. Doch, Pulverisierer. Smasher Activator. Doch, mein Factory Reloaded ist tatsächlich hier drin. Das sollten wir uns vielleicht so als nächstes irgendwie mal durch den Kopf gehen lassen. Ich wurde im Livestream oft darauf angesprochen, dass ich das auf jeden Fall machen soll. Also eben auf meiner quasi Twitch-Welt. Und das sollte ich dann hier vielleicht auch mal machen, dass wir uns das bauen, damit wir dann halt eine automatische Baumfarm haben, damit das aufhört, dass ich mir hier ständig die Bäume selber fällen muss und dann die Holzkohle machen muss. So, jetzt haben wir hier die Helix bekommen. Woli, Eat Grass, Basic Gen. Da merkt man schon mal, aha, jetzt können wir also das Gen irgendwie benutzen. Jetzt muss ich das Ding allerdings aufsplitten. Und jetzt kann ich hier sagen, Choose the Gen. Wir wollen jetzt zum Beispiel Eat Grass. Das möchten wir jetzt gerne haben. Allerdings, damit das wirklich funktioniert, ich glaube, ich brauchte zwei Gene, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Es kann aber auch sein, dass ich mich gerade täusche. Wir warten mal ab. Wo habe ich denn die Spritze eigentlich hingepackt? Oh oh. Ich bei meinem Wahn habe die irgendwo reingepackt und gehe davon aus, ja, Terra, du weißt ja noch, wo du die hingepackt hast. Da würde ich mich doch noch tierisch dran erinnern. Tierisch im wahrsten Sinne des Wortes. Bei diesem komischen Schwein, was den Kopf so dreht. Wo habe ich denn das hingepackt? Wenn nicht, muss ich mir neue machen. Ja, ich denke mal, das wird es gewesen sein. Wo ich mir dann gesagt habe, ach, du wirst dich schon noch dran erinnern, wo das ist, aber ihr kennt ja meinen Siebkopf. Da bleibt doch nichts drin. Vor allen Dingen, wir spielen ja auch verschiedene Spiele, ne? Also, ich spiele auch privat noch was, wenn ich jetzt gerade nicht aufnehme. Weil ich muss ja meine Aufnahmeplatten auch wieder leer kriegen. Ja, ich habe natürlich Glas dabei, aber hier ist nichts drin. Na gut, da muss ich erstmal gucken. Die Genetik. Wie war denn das? Ach, eine Flasche und... Okay. Das ist ja jetzt nicht so schwer. Ich brauche nur Pfeile. Pfeile habe ich. Gut. Jetzt mache ich mir trotzdem nochmal Fläschchen, weil ich jetzt gerade hier bin. Ich mache mir mal drei Spritzen. Obwohl das jetzt total unsinnig ist, aber ich mache sie einfach. Warum hast du jetzt drei Spritzen gemacht? Ich habe einfach mal drei Spritzen gemacht, damit ich da in diese Truhe drei oder zwei Stück, besser gesagt, erstmal reinpacke. Und falls ich kenne mich ja, wieder irgendwo eine Spritze verlege, dass wir da immerhin welche in der Kiste haben, weißt du? Das ist so mein Hintergedanke dabei.
So. Und jetzt werden wir uns mal pieken. Ins Auge, zack! So, jetzt kann ich nämlich, jetzt hat er das Ding ja hier gesplittet, jetzt habe ich das Gen Eat Grass habe ich jetzt bekommen. Organic. Jetzt ist nur noch meine Frage, ich weiß gar nicht mehr, wie war denn das jetzt? Ich glaube, ich muss es auf jeden Fall, also meine Spritze muss auf jeden Fall in die Zentrifuge gepackt werden. Wie war denn das jetzt hier mit, wo, muss ich das hier reinpacken? Nein. DNA-Kombinierer? Das war's. Oder muss das umgekehrt? Jetzt kann es natürlich sein, weil jetzt, okay, ich spritze mich mal eben. Bams! Halt! Ich will wieder runter. Geht doch. So. Geht's jetzt? Warum will denn das nicht? Habe ich irgendwas vergessen? Decryptor? Splitter. Ach! Nee, warte. Im Splitter war's. Zentrifuge? DNA Breeder. Breeder. Warum will denn das jetzt nicht? Combiner? Ich habe ja auch noch... Ich habe mir wirklich alles aufgeschrieben, aber... Wie... Und da muss ich doch die Spritze in die Zentrifuge packen. Oh oh, ich hab's wirklich jetzt vergessen, wie die Reihenfolge war. Oh, oh, oh. Das ist echt nicht gut. Oder musste ich tatsächlich... Ach, hier, gucke mal. Breeding States. Da ist es doch. Ich muss jetzt nämlich noch... Oh, das wird lustig. Ich muss mir jetzt erstmal wieder... Oh, es ist schon wieder Nacht. Willst du mich verarschen? So, Schaf, gib mir noch mal ein paar Gene. Weil jetzt muss ich nämlich da nochmal ein paar Gene machen. Und die muss ich dann nämlich da drauf packen, damit ich dann dieses Teil hier fertigstellen kann. Damit ich das dann wiederum in eine Spritze packen kann. Und dann... Ui, das ist echt... naja, es ist halt ein wenig kompliziert. Aber wenn man es erstmal begriffen hat, wie es funktioniert, dann geht's eigentlich. Und da muss die Spritze rein. Da bin ich mir hundertprozentig sicher... So. Packen wir jetzt mal das Gen da drauf. Ach, nee. Warte mal. Das war ganz anders. Jetzt muss das hier nochmal in den Extractor. Oh Mann, das ist echt ein wenig blöd, wenn man es ein bisschen vergessen hat. Jetzt muss das erstmal wieder encodiert werden. Oder musste ich... Warte. Nö. Das war's wirklich nicht. Oh, ich dachte jetzt schon, das Skelett ist hier drin. Mann! Eat Grass. Ich habe da diesmal sogar dieses andere habe ich da gar nicht drin. Das waren doch letztes Mal drei. Oder lag das daran, weil ich ein pinkes Schaf hatte? Das könnte natürlich sein. Was kann ich eigentlich mit diesem Diebzeug hier machen? Egal. Ja, genau, so war es nämlich. Ich muss nämlich mehrere Zellen haben und die dann da drauf packen.
Oh je, ich brauche noch zwei. Ne, Moment mal. Drei brauche ich... Boah, das wird ja echt... Oh, das ist ja echt aufwendig, meine Herren, ey. Aber ihr müsst genauso leiden wie ich, also da bin ich schon mal beruhigt. Ihr wolltet... Was? Ich kann mich noch an die ersten Folgen erinnern. Ich sollte eigentlich wie so ein verrückter Professor sein, der sich die ganzen Gene irgendwie einspritzt. Aha, du bist also der Übeltäter. Und wir müssen ja da unten auch noch tatsächlich den Hochofen bauen. Hier. Na? Hier habe ich ja mal irgendwann angefangen. Aber und das war's dann auch. Na, das wird ja auch noch witzig. Wenn wir das wohl alles machen wollen. Ich weiß nicht. So, jetzt ab in die Kiste. Die Frage ist sowieso, ob wir das überhaupt noch machen wollen. Weil ich meine, dieser Mod ist in jedem Spiel drin. Ob das jetzt... ob das jetzt Technik ist, ob das jetzt Vize-Beast ist. Extractor. Das ist ja in Wirklichkeit wirklich überall drin. In jedem Modpad... Im Pad vor allem. In jedem Modpad. Ah! Hilfe! Jump, jump! Voll die fette Party hier. Könnt ihr euch noch an die Mod erinnern, wo die zerfallen sind? Ich weiß gar nicht mehr, wie diese Mod hieß. Wo die so in 1000 Teile zerfallen sind. Die hatte ich ja hier, glaube ich, auch drin mal, ne? Das muss irgendwo in den 50er-Folgen gewesen sein. Das ist auch schon verdammt lange her, ey. Wenn man mal so drüber nachdenkt, ist das wirklich schon eine halbe Ewigkeit, die wir hier eigentlich auf dieser Map verbringen. So. Für den nächsten brauchen wir auf jeden Fall wieder Strom. Da ist wieder was drin. Volley und Basic gehen. Was ist denn ein Basic-Gen? Reicht denn das aus, um jetzt da die Zelle zu verbessern? Mal gucken. Ja, das geht tatsächlich. Was? Basic Gen bringt nur eins? Ach du Scheiße, ey. Das ist doch nicht euer Ernst. Vor allen Dingen, dass das alles mit fossilen Brennstoffen nur funktioniert. Das ist total für'n Arsch.